Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch bei Sophie, Philipp, Emily und Rose. Und Emilys erster Schultag fängt gleich an. Ich habe jetzt die Nacht einfach mal im Schnelldurchlauf durchgehen lassen und das nicht aufgenommen, aber alle haben friedlich geschlafen, ist nichts passiert. Und die Emily müsste auch gleich wach werden. Dann darf sie erstmal den alten Muffin, den vergammelten und verbrannten, wegwerfen. Und da noch keiner der Erwachsenen wach ist, um ihr Frühstück zu machen, werde ich jetzt einen Saft trinken lassen. So ein erster Schultag ist auch total aufregend, da kann man eh nicht vorher viel essen. Also mir würde es so gehen. Aber Gott sei Dank habe ich das alles schon hinter mir. Was ein Glück. Okay. Philipp ist jetzt auch wach. Sophie auch. Ihr könnt euch jetzt eigentlich alle was zu essen machen. Sophie möchte aber lieber ein bisschen Computer spielen. Sie müssen aber alle heute arbeiten um 8 Uhr. Was los? Also. Na gut, ich lasse sie einfach jetzt Computer spielen. Die kriegt ja auf der Arbeit irgendwann was zu essen. Für die Rose geht's erst ein bisschen später los. Dadurch, dass es so ein Seniorenjob ist, der geht dann erst 15 Uhr los. Und eigentlich, Moment, stopp. Wollte ich, dass die Emily noch ein bisschen was macht, was Spaß macht, damit sie. Wieso kann sie eigentlich kein Klavier spielen? Huh? Bevor sie zur Schule geht, damit es in der Schule nicht so ganz runtergeht. So, mehr kann ich jetzt nicht machen, sonst verpasst sie den Schulbus. Komm, schaffst du noch, bitte. Jetzt habe ich es fast ein bisschen zu weit rausgezögert. Schafft sie das noch? Aber auf die letzte Minute. Hui. Ersten Schultag gleich zu spät gekommen, das wäre auch nicht so gut gewesen. So, jetzt hat Rose das ganze Haus für sich alleine. Jetzt darf sie richtig loslegen, alles putzen, was ihr unter die Finger kommt. Und die leckeren Pfannkuchen essen, die der Philipp gemacht hat. Er kam nämlich gar nicht mehr dazu, die zu essen. Wieso wollen die eigentlich alle einen Fernseher? Was haben sie denn gegen den tollen Fernseher, den ich ihnen gekauft habe. Also der Philipp möchte einen Fernseher, Mindestpreis 3000. Und nein, die Rose möchte keinen mehr, aber sie hatte, glaube ich, auch vorhin den Wunsch gehabt noch. Ach, jetzt sieht man übrigens hier unten mal den Rasensprenkler im Einsatz. Und wir haben Früchte. Das heißt, die Früchte ernten könnte eigentlich die Rose machen. Denn das führt sowieso nicht dazu, dass irgendwer zum Pflanzensinn wird. Dann brauchen wir ja Käfer für. Und das heißt, das kann sie machen. Dann, den Rest macht dann wieder der Philipp.
Unsere Haushaltshilfe ist irgendwie schon fertig. Das ging aber schnell. Aber ich nehme an, das liegt daran, dass die Rose schon gut vorgelegt hat. Arthur, den wollte ich heute sowieso anrufen. Dann kann sie ihn gleich mal begrüßen. My old Jack. Zanini. Who's? Yakasana. Mr. Kwani. Ja, mal gucken, was wir mit den zwei heute noch so machen können. Der Rose ist jetzt ganz heiß geworden. Ich muss mal gucken, was es schon so für Optionen gibt. Also, naja, genau, wir können nämlich tatsächlich schon einen Antrag machen. Sie könnte vorschlagen, einzuziehen, das wollte ich aber nicht. Er hat extrem viel Spaß auf der Schaukel. Und ich habe gerade die Meldung gelesen, dass Rose Fahrgemeinschaft in einer Stunde kommt. Also ich werde die beiden, denke ich, schon noch heiraten lassen. Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn ich das noch machen könnte. Nur jetzt nicht irgendwie den Antrag hier so schon mal eben schnell, bevor es zur Arbeit geht. Das fände ich nicht so schön. Also ich versuche das wieder etwas romantischer anzugehen. Die beiden sich verabreden und dass dann der Antrag gemacht wird. Achso, sie kann vielleicht gerade noch schnell die Frucht ernten. Ja, Rose schimpft gerade den Arthur, weil er den Gartenzwerg geklaut hat. Und jetzt möchte sie trotzdem Händchen halten, aber ihre Mitfahrgelegenheit ist da. Das heißt, erstmal arbeiten gehen und dann müssen wir gucken, dass irgendwer den Gartenzwerg vom Arthur wieder kriegt. Also das ist eigentlich immer der Fall, wenn man so einen Gartenzwerg in den Garten stellt, dass irgendwer kommt und den klaut. Und man kann sich den eigentlich in der Regel wieder abholen. Emilys Noten werden besser. Das ist schön. Ein erfolgreicher Schultag. Oh, jetzt darf sie gleich mal auf die Schaukel. Das hat sie sich verdient. Und sie möchte Glühwürmchen fangen, Wasserbombenschlacht machen, jemand einladen und Marco Polo spielen. Jetzt hat sie ihre Hausaufgaben da oben hingelegt. Die lege ich ihr jetzt mal auf den Schreibtisch, weil dafür hat sie genau. Ich überlege gerade, ob das eigentlich ein Problem ist, wenn so ein Kind zu Hause ist und sonst keiner da. Bei Kindern sollten ja normalerweise irgendwie immer Erwachsene anwesend sein. Ich weiß nicht mehr, wie es ist mit Schulkindern. Also wenn ich Pech habe, kriege ich eine Meldung, dass ich sie nicht alleine zu Hause sein lassen darf.
Ja, es ist keine gute Idee, Emily so ganz ohne Aufsicht alleine zu Hause zu lassen. Aber Philipp kommt schon nach Hause. Damit ist das Problem auch erledigt. Also da muss man schon aufpassen, dass man das Kind da nicht so lange alleine lässt, sonst kommt nämlich, glaube ich, irgendwie so eine Behörde. Und, also ich habe das noch nie ausgereizt, also ich weiß nicht, was dann die Behörde macht, ob die dann einem das Kind wegnimmt oder so. Oder irgendwie nur bestraft. Wie wär's denn, wenn ihr nicht vorlest, sondern eine Wasserbombenschlacht macht? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Mal gucken, ob Emily so gut ist wie ihre Mutter. Volltreffer. Richtig umgeworfen. Ui, das sind ja schon 2 Punkte für Philipp. Und 3:1. Ja, sie muss noch ein bisschen üben, um mit ihrer Mutter mithalten zu können. Aber sie wird besser. Oder auch nicht. Quatsch. Danach ist sie bestimmt klitschnass. Also wahnsinnig viel Spaß macht ihr das auch nicht. Dann beende ich das kurz mal. Und sie müsste mal ins Bad gehen. Und dann soll sie sich selbst irgendwas raussuchen, was sie gerne machen möchte. Was ihr mehr Spaß macht. Und ich sehe gerade, wir haben hier schon fast ein vollständiges Bild. Das hat die Sophie gemalt. Und ich muss gerade mal gucken, wie viele Bäume Käfer haben, ob sich das jetzt schon rentiert, dass ich ihnen das einsprühen lasse. Das sind, glaube ich, nur 2 Bäume und hier... Könnten es ein paar mehr sein, oder? Nee, das ist alles nur Gießen. Ja, dann kann er die mal gießen. Ich glaube nicht, dass das... Kann er auch viele einsprühen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann werden wir im nächsten Video sehen, ob das jetzt schon erfolgreich sein wird mit diesem Einsprühen der ganzen Käfer hier oder ob Philipp noch Philipp ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!